Ich habe mich hier auf YouTube schon öfter kritisch zu der verbreiteten Ansicht geäußert, Bucherheims Modell der Welt habe 12 Dimensionen. Ich äußere mich vor allem deshalb kritisch oder dann kritisch, wenn ich sehe, dass das Interesse an dieser Darstellung nicht wissenschaftlicher oder aufklärerischer Natur ist, sondern in erster Linie Marketingzwecken dient. Ich möchte damit eigentlich niemanden persönlich angreifen oder zu nahe treten, aber mit einer falschen Darstellung der an sich fantastischen Heimtheorie kann die größere Realität, die sie uns eröffnet, nicht verstanden werden. Und daher möchte ich in diesem Video drei meiner Vermutungen vorstellen, warum ich denke, oder die Ursachen, warum ich denke, dass diese zwölfdimensionale Theorie so viel beliebter ist in manchen Kreisen. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Burkhard Heim hat in den 1950er Jahren abgeleitet, dass unsere Welt 6 Dimensionen haben muss. Und mit diesem sechsdimensionalen Modell hat er 30 Jahre lang mit unglaublichem Erfolg gearbeitet. Es war ein stiller Erfolg zwar, aber es war beachtlich, was er damit zustande gebracht hat. Er hat darin eine neue Kosmologie abgeleitet, die Massen der Elementarteilchen berechnet, den Lebensprozess verständlich gemacht, zusammen mit der Naturwissenschaft, Bewusstseinsprozesse beschrieben, Evolutionsprozesse und sogar das Postmortale. Das alles fand in 6 Dimensionen statt. 1980 lernte er dann, nach der Publikation der ersten Auflage seiner Bücher, lernte er dann den österreichischen Mathematiker Walter Dröscher kennen. Dieser hatte die Bücher sehr genau studiert, hatte dazu Anmerkungen gemacht und ihm haben wir es zu verdanken, dass diverse Tippfehler korrigiert wurden in den nächsten Auflagen. Er hat auch dafür gesorgt, dass Heim die Bücher didaktisch etwas besser aufgebaut hat. Also es sind immer noch ziemlich schwierig, aber sie waren noch schlimmer. So viel, vielen Dank an Herrn Dröscher. Und in der zweiten Auflage flossen auch dann diverse Anmerkungen von Herrn Dröscher ein. Unter anderem, dass sich aus der Herleitung der 6 Dimensionen ein Gesetz ableiten lässt, aus dem hervorgeht, dass diese 6 Dimensionen, diese sechsdimensionale Welt, in einen zwölfdimensionalen Hyperraum eingebettet werden kann. Diese zusätzlichen Weltdimensionen haben Heim und Dröscher dann versucht zusammen zu deuten. Es gelang ihnen immerhin, aus der siebten und achten Dimension, aus der Betrachtung der siebten und achten Dimension, die Aussagen der Quantentheorie herzuleiten und einige Wechselwirkungskonstanten. Für sich ist das noch sehr interessant, wenn man es denn nachvollziehen und verstehen kann. Aus den Dimensionen 9 bis 12 allerdings, da haben sie sehr lange dann rumprobiert und eigentlich nur festgestellt, über sehr anspruchsvolle mathematische Abbildungsketten kann man daraus einen Steuerungsmechanismus sich konstruieren, mit dem der ganze Rest der Welt, der hinter dem ganzen Rest der Welt steht. Nun gibt es halt einige Autoren, Blogger und YouTuber, die aus diesem Hintergrund der Welt, die in diesem Hintergrund der Welt diverse Konzepte der Esoterik und auch der Theologie verorten. Damit ich nicht missverstanden werde, ich interessiere mich selber für diese Themen und beschäftige mich damit auch ziemlich viel. Und ich befürworte alles, was den Menschen zu mehr Bewusstsein und einem tieferen Verständnis unserer Welt verhilft. Aber ich möchte ganz klar behaupten und sagen, wer sich dieses zwölfdimensionale Modell meint, dafür zu eigen machen zu müssen, der verbaut sich selber den Weg. Denn Dinge wie Akasha-Chronik, Engelwesen, sogar den Heiligen Geist, den kann man in der sechsdimensionalen Theorie finden. Ich mache diesen Channel ja für euch, weil ich gemerkt habe, die wenigsten Leute verstehen den Burkhard Heim und haben jemals die Zeit aufbringen können, sich so in der Tiefe mit ihm zu beschäftigen, dass man seine Konzepte nachvollziehen kann und dann auch glaubhaft erklären kann. Und ich habe auch festgestellt, praktisch jeder, der von 12 Dimensionen schwärmt, der kann nicht einmal die fünfte Dimension vernünftig erklären. Wie soll das dann funktionieren? Also, ich möchte euch in diesem Video jetzt drei meiner Vermutungen vorstellen, wie das Ganze gekommen sein kann und warum das immer noch so populär ist. Ich hoffe, ich kann damit einige weitere Missverständnisse ausräumen. Nummer 1, die Zahl 12. Die Zahl 12 hat an und für sich schon einen nahezu heiligen Klang. Auf jeden Fall ist sie ein esoterischer Archetypus. Es gibt 12 Monate, 12 Tierkreiszeichen, 12 Apostel, 12 Erzengel. Also sie zieht sich durch das gesamte esoterische System des Abendlandes und auch der chinesischen Astrologie davon abgesehen. Aber wenn es darum geht, warum bleibt man nicht bei diesen esoterischen Systemen? Warum versucht man sie
krampfhaft mit einer völlig unanschaulichen mathematischen Theorie zu verheiraten. Diese esoterischen Konzepte, die können hervorragend in der Sprache der Symptometrie formuliert werden. Und dann haben sie auch eine nachvollziehbare Verbindung zur Naturwissenschaft. Man darf nicht denken, nur weil man mehr Dimensionen hinzufügt, kann man mehr erklären. Das hat auch Heim selber ganz klar gesagt. Vielleicht brauchen wir als Zivilisation auf unserem naturwissenschaftlichen Niveau eine Art von moderner, gewissermaßen mathematisierter Theologie, um uns eine Art von Glauben zu legitimieren. Aber ich finde, das ist eine schwache Basis, wenn man ihn auf so wackeligen Füßen baut. Grund Nummer zwei. Heim und Dröscher bezeichneten die zusätzlichen Weltdimensionen als den nicht-materiellen Hintergrund der Welt. Kann es sein, dass sich manche der Vorstellung bedienen, wenn man sich mit diesen höheren Dimensionen noch befasst? Dann erhebt man sich über die vermeintlich niederen, schmutzigen, materiellen sechs Dimensionen und ist schneller erleuchtet. Ich kann förmlich hören, wie manche denken, ja, der Schmidt, der ist noch in Materiellen zu sehr verhaftet, deswegen kann der sich nur mit den niederen sechs Dimensionen beschäftigen. Ich weiß, es gibt Leute, die vergeben Schulnoten für Spiritualität. Ich würde mich hier niemals hinstellen und sagen, ich weiß, wie alles funktioniert, aber ich weiß, wie gewisse Dinge nicht funktionieren. Und wer so denkt, der, fürchte ich, hat oft noch einen langen Weg zu gehen. Ich möchte nochmal sagen, ich möchte richtig verstanden werden. Ich nehme diese Dinge alle sehr ernst, aber ich muss spotten, wenn ich merke, dass sich Menschen sich selbst oder anderen damit etwas vormachen. Wenn man ernsthaft an seinem geistigen Weg arbeitet, dann muss man ein bisschen mehr tun, als sich bloß eine physikalische Theorie herzunehmen und nach Belieben auf die eigenen Vorstellungen zurechtzubiegen. Drittens, damit verbunden ist für manche wahrscheinlich auch das Bedürfnis oder auch das wirtschaftliche Erfordernis, als geistiger Führer darzustellen, sich zu präsentieren und auch eben zu vermarkten. Vielleicht benötigt man dazu eine gewisse intellektuelle Distanz, Abgeklärtheit und da ist eine Einweihung, die 12 Dimensionen nach Burkhard Heim, vielleicht eine hilfreiche Sache. Ich möchte das überhaupt nicht abwerten. Im Gegenteil, ich finde, es gibt viele Leute, die auf diesem Gebiet hervorragende Arbeit machen und vielen Leuten helfen, mit sich selbst besser klarzukommen oder tiefere Einsichten über die Welt zu gewinnen. Ich möchte aber auch ganz klar sagen, wer auf diesen 12 Dimensionen baut, der richtet ein Kartenhaus auf einem sehr instabilen Fundament. Und ich möchte nur empfehlen, baut es lieber selber ab und in 6 Dimensionen richtig, neu und stabil. Bevor irgendein Skeptiker kommt, dem es nur darum geht, alles niederzumachen und gegenpusten, alles fällt in sich zusammen. Die Heimtheorie ist leider kein ganz so einfaches Denkschema, wie das, was auch oft als Heimtheorie vereinfacht dargestellt wird. Ich versuche, das Original so verständlich und farbig wie möglich darzustellen, damit es dann doch ein Stück weit besser verstanden werden kann und man damit arbeiten kann, egal ob in der Physik oder in der Persönlichkeitsentwicklung. Ich möchte an der Stelle so weit gehen, zu sagen, hätte Heim mit Dröscher zusammen nicht so viel Zeit verwendet auf dieses zwölfdimensionale Modell, vielleicht hätte er mit seiner sehr erfolgreichen, im Vergleich dazu erfolgreichen, sechsdimensionalen Theorie noch viel mehr erklären können. Er hätte viele Sachen noch besser ausarbeiten können, die Elementarteilchentheorie verständlicher und für die Nachwelt nachvollziehbarer zu machen, die Argumentation zur Gravitation und zur Kosmologie logischer gestalten, den Lebensprozess und Evolutionsprozesse noch detaillierter auszuarbeiten und so weiter. Nun, es ist wie es ist und wir arbeiten mit dem, was wir haben. Ich kann jeden nur dazu ermutigen, sich mit dem Original-Heim-Modell zu beschäftigen und wer sich intellektuell dazu in der Lage fühlt und dazu berufen, der möge auch bitte Korrekturen vornehmen und Erweiterungen. Von mir aus auch gerne in 12 Dimensionen. Aber das Wichtigste ist, dass wir ein stabiles Fundament schaffen für ein neues Weltbild in 6 Dimensionen und in Farbe.